Halt! Römische Legion, Grenzkontrolle. Taschen leeren und Papyrus vorzeigen. Augenblick. Das ist ja aus der Steinzeit. Ist das wahr? Es gilt nur noch der neue, in gehärteter Ausgabe. Mit Marmorgravur, fälschungssicher. Mit dem alten wurde zu viel beschissen. Was ist denn in dem Fass da? Da siehst du's, das ewige Problem mit den Römern. Die sind immer zu diensteifrig. Sprecht ihr etwa von mir? Jetzt ist der Moment gekommen, wo du kosten darfst. Hey, hey, wartet mal, was soll denn das? Sekunde, wir sind gleich wieder bei dir. Uns mal die Spielregeln. Die sind wirklich ganz simpel. Jede Mannschaft muss bringen die Kürbis in das Tor von die andere Mannschaft. Man hat das Recht, alles zu tun, um diese Ziel zu erreichen. Nur Waffen, die dürfen nicht eingesetzt werden ohne vorherige Anmeldung. Das war kein Gentleman. Ist es unser Zaubertrank oder verflixt guter Wein? Wir befinden uns im Jahr 50 vor Christus. Nach der Eroberung von Gallien, Ägypten und Spanien trägt Cäsar den Namen Roms bis zu einer Insel namens Britannia. Es ist unglaublich. Ich bin mit den Göttern im Bunde. Ich frage mich, ob wir auf ewig den römischen Legionen widerstehen können. Oh, es gibt da eine Dorf, die vollbracht hat diese Heldentat. Darf ich euch Tefax vorstellen? Sehr erfreut. Lasst uns schütteln die Hände. Ach, Obelix. Hurra, wir fahren nach Britannien. Da gibt es ganz frische Römer. Ja, Idefix, wir sind bald wieder zurück. Willkommen in Londinium. Angeblich sollen die Britinnen potthässlich sein, aber die da, na hallo. Sie ist sehr hübsch und das schwarze Kleid steht ihr ausgezeichnet. Ich glaube, ich gefalle ihr nicht. Dann mach ihr ein kleines Geschenk. Das kommt bei Frauen gut an. Ein paar Gallier sind unbemerkt an Land gegangen und haben in einem Fass eine Geheimwaffe. Wundervolle Neuigkeiten, nicht wahr, meine Sweeties? Was soll denn das, Obelix? Man darf ja mal ein bisschen kosten. Nur ein paar kleine Tröpfchen. Wir verpflichten Söldner, am besten Normannen. Angeblich sollen die keine Angst haben. Bande von Hofnarren! Macht sie leise! Wie lebt es sich denn so als Scharfrichter? Nein, das interessiert mich wirklich. Schließlich hat man selten die Gelegenheit, einen Scharfrichter kennenzulernen. Und wenn, ist es oft das letzte Mal.